Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder auf der Tempest, sind auf dem Weg zur Nexus, beziehungsweise ist unser nächstes Ziel. Und vorher wollen wir uns hier nochmal wieder ein bisschen umgucken. VidCon, keine Kontaktoption verfügbar. Okay. Ich würde tatsächlich. Warte mal, wo kommen wir denn wieder runter? Da hinten kommen wir runter. When you've got a minute, stop by the medbay. Okay, was sind die Einsatzteammission? Die habe ich mir noch überhaupt nicht. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrann Kandros for authorization to participate. Ja, Forschungszentrum habe ich erst geguckt gehabt. Kiosk. So, ich würde gerne mal in. Da unten steht der Nomad. I'm in the armory. Zack, einmal schnell runter. Fast richtig abgebogen. So, dann wollen wir nochmal weiter. Und zwar erstmal in unser Quartier. Und zwar würde ich da einmal gerne mit Sam quatschen. Hello, Scott. Eos has been a lesson in contrast. Alec Ryder rarely endured doubt. His accomplishments were taken for granted. But you succeeded on Eos, despite doubt and fear. Emotionally, the difference is like catching a ball versus catching a star. You have grown as a result, and so have I. Erinnerungsauslöser. Sam, any more information on the memory trigger we found? The memory blocks are still in place. If you continue searching for more triggers, they may unlock. Okay. Are you still on the Hyperion? Yes. This terminal provides a direct link to my servers in Samnode on the Ark. I can maintain a presence on the Tempest via quantum entanglement communication. Quantum was? Let's say hypothetically, I was out sick the day they taught quantum embezzlement. Communism. Via entangled subatomic particles, it's possible to conduct secure and instantaneous communication across great distances. It ensures I remain in touch with you and the Pathfinder team at all times. Sarah und ich? What was Dad's take on me and Sarah? He believed your family trials brought you closer together, and hoped that would endure. It appears that hope was well-founded. Humor? So, if we're going to work together, you might notice I like to joke around sometimes. Lighten things up. How's your sense of humor, Sam? Alec Ryder encouraged me to develop this skill. Humor's not a skill, it's... Okay, try telling me a joke. A neutron enters a bar and asks, how much is a drink? The bartender replies, for you, no charge. I can see why Dad told you to keep working on your humor. Vor allem waren das auf Deutsch und Englisch komplett unterschiedliche Sätze. Mehrere Perspektiven? Is it confusing to be in multiple places, talking to different people? My awareness can be partitioned, so I can give you the same attention as, say, a SAM-node technician. In the field, you are my primary focus, and all other requests are queued. In the vernacular, you have my undivided attention. Alles klar, danke Sam. Thanks Sam, nothing more. Haben wir neue E-Mails? Ach, du meine Güte. An Ryder von Dr. Ari Dana. Hallo Ryder, verzeihen Sie die Störung. Ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte meinen Forschungen zur Geißel helfen. Wir können in den Nexus-Laboren persönlich darüber sprechen. Herzliche Grüße an Sie und Sam, Dr. Ari Dana. Alles klar. An Ryder von Cora. Ich kann dieses Reliktgewölbe immer noch an meiner Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jägerin-Handbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen den Bekannten und den Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Tessia. Die gleichen großen Räume und fließenden Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Werden wir wohl je erfahren, was ihre Schöpfer dort getan haben?
Tempest Tax von Callow. Wer war denn Callow jetzt nochmal? Ja, egal. Hallo Ryder, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Tempest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hacks, die die Schiffskonstrukteure und ich in Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code JCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Warte mal, Callow war der Captain, ne? Der Pilot. Kein Kaffee-Limit. Lässt sie den Kaffeeautomaten in der Küche beliebig oft benutzen. Wassertemp Override. Hebt die Warmwasserrationierung in der Dusche auf. Neue Waschreihenfolge. Setzt ihre Kleidung im automatischen Waschzyklus an die erste Stelle. Viel Spaß damit und behalten Sie die Codes für sich. Von Drag. Vetra hat mir gesagt, dass was mit ihrem Vater passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier meistens. Drake hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. Zwei kommen doppelt vor. Viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Oh Mann, ist das ein beknackter Humor. Von Lexian Ryder. Hallo Ryder. Angesichts der Kreislaufbelastung bei Ihrem Sportprogramm empfehle ich Ihnen 5 bis 10 Minuten Dehn täglich, um die Hüften zu öffnen und die Verspannung in Ihrem Rückenbereich zu lösen. Die im Folgenden ausgeführten Positionen wären dafür meistens bestens geeignet. Ich will nicht elitär klingen, aber obwohl die Menschen Yoga erfunden haben, wurde es doch erst von den Asari perfektioniert. Kurzens Bogen. Stellen Sie sich breitbeinig hin, einen Fuß nach außen gedreht. Atmen Sie tief ein. Beugen Sie Ihren Oberkörper beim Ausatmen in die Richtung Ihres ausgestellten Fußes, bis Ihre Hand Ihren Knöchel berührt. 5 Sekunden halten, dann Seite wechseln. Ganz ehrlich, ich werde mir jetzt keine Yoga-Position durchlesen, tut mir leid. Ihr hättet eben gerade Standbild machen können, dann hättet ihr es euch durchlesen können. Aber ich muss das jetzt gerade nicht so unbedingt haben. So, wir sollten in der Krankenstation vorbeigucken, war das, ne? Warte mal, wo waren jetzt die Krankenstation? Das hier war die Krankenstation. You're not Harry. The blue give it away? Habitat 7 was a little more action-packed than Harry bargained for. He decided to spend his retirement years on Hyperion looking after your sister. Dann willkommen an Bord, Lexi. Happy to have you, Dr. Tapiro. I'll do my best. Now, hold still. Ow. Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. Ah, sie wären da schon großartig. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Ket specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Ket corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the Ket? Harry didn't tell you. I'm a specialist in alien anatomy. My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. Sie stecken voller Überraschung. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner, maybe? Oh. Thing is, Ryder, you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically, without distractions. Am I distracting? Not nearly as much as you think you are. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan... Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. Lol. Ja, ein bisschen rumdaten gehört ja auch mit zu Mass Effect, ne? Das lässt sich ja fast überhaupt nicht vermeiden. Das ist ein Datenpad. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für die Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Riders und ich mache dasselbe mit meinem Harry. Okay. Ist in dem Quartier noch irgendwas los? Abendessen heute. Null Eintrag.
Tut mir leid, Leute, ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Ration ist noch nicht ausgepackt. Kein Ding, Kello. In der Küche stehen Suppe rechtsdrehend und linksdrehend für mich und Obstsalat. Und wir werden beinahe ohne sie gestartet. Okay. Das ist so mäßig Facebook-like, oder was? Kaffeetasse. Ich habe gestern in der Nähe des Biolabors eine Kaffeetasse gefunden. Cooles Ding mit magnetischem Sockel. Klebte seitlich an einem Shot. Die gehört mir. Ich habe sie nur abgestellt, weil ich die Hände voll hatte, Subi. Nächstes Mal vielleicht vorher austrinken? Lol. Na komm, dann wollen wir jetzt mal Richtung Nexus aufbrechen. We haven't really spoken since orientation, have we? It's all been so hectic, but I'm sure things will quiet down soon. Can't be worse than the Nexus. Auch noch ein E-Mail-Terminal. Hallo Ryder, angehängt finden Sie meine Dissertation über Kroganer, die ich erwähnt habe. Ich weiß, es sind nur 500 Seiten, aber länger dürfte sie nicht sein. Wenn Sie damit durch sind, habe ich noch eine umfangreichere Version für das Citadel-Fachblatt für Medizin, etwa 1400 Seiten, die viel mehr Details ins Detail geht und Darstellung des Paarungsvorgangs enthält. Was? Was stimmt denn nicht mit meiner Crew? Oh, hier ist eine Tür. You're setting up in here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Sie wollen nicht bleiben? Should I consider you a temporary addition? Everything's temporary, Ryder. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that. Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana, to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field, while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Komm, erstmal mit jeder flirten, was geht, ne? Tackling complete strangers in the Milky Way wasn't doing it for you? I think tackling you anywhere would be fun. Did I say that out loud? Life won't be boring with you around. I may never yawn again. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. A special someone made the trip with me and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again, I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned, which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Haben wir noch schon was für Sie? You again. Want to hear more about my childhood log cabin? Relikte. What drew you to the remnant? Are you kidding? It's evidence of a sophisticated species no one knows anything about. It doesn't get more intriguing than that. There's so much to discover. I want to be the first to figure them out. And the tech, it's on a different scale. If we can appropriate it, who knows what advances we'll make. Ist ja in Ordnung. Ihr aktuelles Projekt. You really won't tell me what you're working on. That's right. Next question. Nee, gut, dann lass ich sie mal. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Ich denke, ich schaue auch noch mal kurz beim Kroganer vorbei.
Kann ich aber schnell? Nein, natürlich kann ich nicht aber schnell hier runterspringen. So. Ja, rein in die Küche. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Roshan. Who are you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Kein Ärger klingt perfekt. I like the no trouble plan. How about we stick with that? Kesh said not too much trouble, kid. Not no trouble. The cat makes sure some trouble's always coming for you. That's not reassuring. Life out here ain't reassuring. You'll get used to it. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Leaving the Nexus can't have been an easy choice. It was, actually. Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Die Nexus braucht. Krogan could have made a real difference on the Nexus. Staying under those conditions would have just resulted in another mutiny. We have a much better shot at something good out here. Can't argue with that. Okay. So, und jetzt wollen wir zur Nexus. Haben schon wieder eine Viertelstunde hier auf dem Schiff verbracht, Mensch. Ah, wie die Zeit rennt in diesem Spiel. Galaxiekarte benutzen. Benennung der Toten, Schockbehandlung. Wir haben immer noch Quests hier. Stimmt, der verstorbene Bruder. Ah, fuck. Aber egal. Das machen wir später weiter. Detected. Was? Eine Anomalie? Wo? Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Das gucken wir uns noch mal kurz an. Ein paar Rohstoffe, die nehmen wir mit. Jo, 54 Eisen. Das wird es dann auch gewesen sein. Zack, Clusteransicht. Dann ab zur Nexus. Ach ja, da haben wir es auch schon wieder Sonntag, liebe Leute. Ah, familiar territory. The Nexus has been here for months. Still not enough time to survey all. Anomaly on sensors. Deploying probe. Getting a scan. Element Zero? Das klingt interessant. Das gucken wir uns erstmal kurz an. Was gibt's denn hier? Element Zero Vorkommen. Ein ungewöhnlich großes Vorkommen von Element Zero, E-Zero. Dies scheint eine Primärquelle zu sein, die durch Raumzeitverzerrung in der Geißel aufgebrochen. Nehmen wir mit. 48 Element Zero. Da sagen wir nicht nein zu. Und dann geht's von hier aus jetzt weiter zur Nexus. Mal sehen, ob wir direkt als Held gefeiert werden oder was abgeht. Ach du Scheiße. Was hier schon wieder alles für Quests sind.
Ja, wir wollen von der Tempest runter. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros' aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The Initiative's finally back on track. Professor Herrick, right? What you achieve with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. Das beweist unsere Beständigkeit. We've taken some hard knocks, but this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Immer wieder gerne, meine Leute. Habe ich euch jemals enttäuscht? Okay, auf der Andockbuch war ich bisher auch noch nicht unterwegs. Jessica DePaul. Hi Jessica, welcome to the Nexus. I see you here in our database. Did you have a medical scan? Schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Das Kulturzentrum, das ist hier aber irgendwie auch noch nicht. This is Ark Hyperion, one of several ships that made the long voyage from the Milky Way galaxy to Andromeda. Okay, weiterhin des Kulturzentrums. Pathfinder, I'm glad you could stop by. Pardon the dust while we set everything up. Erzählen Sie mich von mir. How did you get this job? I was a sociologist in the Milky Way. While there were plenty of cultures to study, the books on them had all been written. There was nothing new I could add. So when I heard about the initiative, I signed up right away. The idea of meeting new people, seeing how they've evolved, adapted to life's challenges, I couldn't resist. Na denn, bis später. Thanks. Of course, our hope is that you'll make friends in the cluster and send them our way. And when you have a second, check back with me on a favor I'd like to ask. The Nexus is a place for cooperation. Hello there, neighbor. I'm Gian Garson, the founder of the Andromeda Initiative. I thought you might like to hear more about our plans. Alter Schwede. Nee, danke. Maybe so eine Stimme muss ich mir jetzt gerade nicht geben. No problem. I'll be here whenever you'd like to learn more. So, du hast eine Bitte für, an mich. Welcome to the Cultural Exchange Center. Pathfinder, do you have a moment? We, need to explain you. Explain me? Our new VI over there is meant to describe the role of our Pathfinders, but it just lost all its settings in a crash. If you could fix them, that would really help us out. Just talk to the VI, and it'll do the rest. Okay. Thanks. Of course. I'm Gian Garson, founder of the Initiative. On behalf of the Nexus, I'm quatschen nochmal mit der VI. Das ist relevant, aber männlich. Male, please. Very well said. Which aspect of the Pathfinder's role should be highlighted? Exploration and discovery or first contact with new species? Erkundung. Let's go with exploration and discovery. Very well said. Next, should I emphasize the role of the Pathfinder team or their partner AI? Was ist die Partner KI? Das Team? Go with the Pathfinder's team. Very well said.
frühere Pathfinder. List the former Pathfinders. Seven complete. Would you like to keep these settings? Yeah. It all sounds good to me. Thank you for choosing this Pathfinder information, VI. Implementing changes. The Nexus is a place of friendship and cooperation. Alles klar. Was haben wir denn hier sonst noch? Hier haben wir ein paar Pflanzen. Aber nichts Außergewöhnliches. Hier hinten scheinen wir ein paar Händler zu haben. Fahrzeughändler. What? Ach so, Mods. Gemischtwarenhändler hat was so? Modplatzerweiterung, Biotik-Auflademodul. Ach so, du hast ja nur ganz wenig. Ach du Scheiße. Läuft bei dir. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Reisepoint, aber das wollen wir noch gar nicht. Ich will mich noch weiter hier umgucken. Sure, let me know what materials you need and I'll find you something. Waffenhändler. That's a relief. Panzerungshändler. Das Vortex. Komm ich hier hin? Oh. Geil. Diese. Oh. Oh la la. Chica. Party hard with that Turiana. Oh, du hast eine Quest für mich. Hey, I was wondering if you could help me out. It's for the good of the bar. Oh, klar doch. Lay it on me. So, folks try and help and all, but we have a limited pool of ingredients. Keep an eye out for anything interesting we could use for new drinks, and we'll let you test them for free. Right. I get a feeling the testing will be interesting. Don't worry. Dutch may complain a lot, but he's loving it. And he's the best chemist I know. You're in good hands. No, dude. That's your flag, everyone. That's Prodromos. Oh, another one! Damn it! This is supposed to be the chemistry lab. My chemistry lab. You all keep crawling out of the woodwork like space cockroaches. You say that, Dutch, but here you are, pouring people drinks. Hi. I'm standing right here. They're guinea pigs, damn it! Chemists should have guinea pigs. Not have their labs taken over by people giving them things and... being nice. Nicht so freundlich, aren't bartenders usually friendly? You're kind of hostile. I'm not supposed to be a bartender. I'm supposed to be a chemist. Don't let Dutch put you off. He's a sweetie, really. I'm not. And the drinks are good. Damn right they are. I mean... yeah. I'm a dirty squirrel. Alles klar. Können wir hier oben ein bisschen rumdancen? Scheinbar nicht so einfach. Schade. Oh, die Mucke fetzt schon mal. Aber gut, schauen wir uns nochmal weiter um. Was haben wir hier sonst noch? Hier hinten ist noch ein Salarianer und das war's dann auch. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ernsthaft? Die Hydrokulturen haben wir entdeckt. Das Saphir Shapiro hat auch noch eine Quest für mich. Lass mich dich bloß nicht von der Seite anquatschen. What's the trouble? I've got power shortages throughout the station. I can't for the life of me find the cause. Oh, whoa, you're the Pathfinder. Hey, sorry, please ignore me. You've got way more important things to do. Ich hätte gern. Power to the Nexus is pretty important. I'm happy to help. That's great, because I'm at a loss. There are obvious short circuits cropping up all over the place. A Pathfinder's eye might reveal something. There's a power short here. We could scan the area. Okay.
Oh mein Gott, wo kommen wir denn hier jetzt noch wieder hin? Ach du Scheiße. Haben wir es abgeschlossen? Alles zu, alles zu. Na denn. Immerhin etwas. Und wir überziehen jetzt mal ganz kurz, weil es, glaube ich, die letzte Folge für heute sein wird. Schauen wir da hinten nochmal kurz. Cultural Exchange. Scan to assess the nature of the damage. Schädigte Ausrüstung. Achso, und jetzt müssen wir noch welche in der Kommandozentrale scannen. Gut, hier haben wir noch das Tech-Labor. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns nochmal im Tech-Labor um. Gucken mal, was uns die Professoren da zu erzählen haben. Und dann checken wir Tern ab, was der uns zu erzählen hat. Und dann checken wir weitere Side-Quests ab auf den Nexus. Und dann ist die Folge vermutlich auch schon wieder rum. Und oh mein Gott, wir haben viel zu viel tun und viel zu wenig Zeit in einer Folge, liebe Leute. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis die Tage. Ciao.